Jetzt live aus Köln, der Presseclub mit Jörg Schönenbaum. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Wir sind in einer Lage, die keiner von uns, keiner von Ihnen je erlebt hat. Das fühlt sich an wie Zeitenwende. Unser Land verfällt Schritt für Schritt in einen Halbschlaf. Erst blieben Anfang der Woche die Konzertsäle, Kinos, Restaurants, einzelne Stadien leer. Dann leerten sich die Flure der Betriebe wegen Homeoffice. Am Donnerstag merkten wir auf, als die Kanzlerin uns aufforderte, soziale Kontakte einzuschränken. Und Freitag dann der tiefe Einschnitt, die Ankündigung der Länder, die Schulen, Hochschulen, Kindergärten weitgehend geschlossen zu halten. Eskalation im Tagesrhythmus. Für mich persönlich das Einschneidendste, wenn ein Ministerpräsident, in diesem Fall Armin Laschet, im Fernsehen dazu mahnt, dass Eltern, die ihre Kinder zu Hause versorgen müssen, sie keinesfalls zu den Großeltern geben. Derart gravierende Einschnitte in unser öffentliches, aber auch in unser ganz privates Leben haben wir seit dem Ende des Krieges nicht erlebt. Alles mit einem Ziel, nämlich die sprunghaft steigende Zahl der Corona-Infizierten zu verlangsamen. Hat das niemand kommen sehen? Tun Bund und Länder jetzt das Richtige? Spät, zu spät, rechtzeitig? Unser Presseclub-Thema heute, Strategien gegen Corona. Hat die Regierung die Krise im Griff? Und ich freue mich sehr auf diese Runde. Moritz Döbler ist bei uns, der Chefredakteur der Rheinischen Post. Herzlich willkommen, Ulrich Reitz, freier Autor und Kolumnist, langjähriger Chefredakteur vieler Magazine und Tageszeitungen. Ich begrüße sehr herzlich Tonja Mastrobuoni. Sie ist die Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica hier in der Bundesrepublik. Und bei uns ist Alina Schadwinkel, Redaktionsleiterin von Spektrum Online. Bevor wir einsteigen, wie immer, die ganze Sendung natürlich im Livestream in den sozialen Netzwerken unter Tagesschau und Presseclub. Ich habe schon verfolgt, was Sie kommentiert haben. Ich tue das auch in der Sendung weiterhin. Frau Schadwinkel, jeder von uns macht in seinem persönlichen Leben im Moment Beobachtungen und Erfahrungen, die völlig neu sind. Wie geht's Ihnen in diesen Tagen? Ich bin in diesen Tagen aus Heidelberg, wo ich eigentlich arbeite, zurück nach Berlin gefahren, wo ich auch noch lebe, um halt mit meiner Familie die Zeit im Homeoffice zu verbringen. Und das war eine Entscheidung, mit der ich mich umgetrieben habe. Mache ich das, mache ich das nicht? Ist das zu extrem? Was zeigt es eigentlich, wenn ich diesen Schritt gehe? Und muss aber sagen, es fühlt sich richtig an. Ja. Und wir beschränken uns auf uns tatsächlich gerade. Herr Döbler, wie geht's Ihnen? Was beobachten Sie? Was fällt Ihnen auf? Was berührt Sie persönlich? Naja, ähnlich ist es bei mir auch. Wir haben Teile der Redaktion ins Homeoffice geschickt, bin aber sehr froh darüber, wie gut das funktioniert. Also alle Kollegen arbeiten sehr gut zusammen, das ist eigentlich klasse. Und persönlich natürlich, bestimmte Reisen sind nicht möglich. Urlaube müssen storniert werden, Hotelzimmer müssen storniert werden. Das ist so ein bisschen das, was mich im Moment beschäftigt. Herr Reitz, ich war einkaufen am Samstag. Das ist auch ein besonderes Erlebnis im Moment. Und ich frage mich, ob es wirklich verwerflich ist, wenn Menschen sich Vorräte anlegen und Menschen, die vielleicht nie für ihre Kinder zu Hause kochen, weil die immer in der Schule verpflegt werden, jetzt ein paar Pakete Mehl kaufen. Ein paar Pakete mehr ist vielleicht okay, weil man kann ja in Quarantäne geraten und muss sich dann irgendwie 2 Wochen versorgen. Also, aber auch hier gilt, Vernunft ist das Angesagte. Ne? Der gesunde Menschenverstand, der von Ihnen zitierte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat ja gesagt, das sei nicht in Ordnung, unmoralisch, Dinge zu horten. Manchmal hilft ein Rückgriff auf den alten, weisen Kant mit seinem kategorischen Imperativ, handle so, wie du möchtest, dass alle handeln. Wenn man sich solche Dinge vor Augen führt, dann kommt man vielleicht selber auf den Gedanken, dass man sich nicht den Einkaufswagen volllädt mit Nudeln und Klopapier oder Desinfektionsmittel. Es gibt erschütternde Nachrichten, dass auch in Kliniken Desinfektionsmittel geklaut werden. Das finde ich, macht mich fassungslos. Es gibt aber auch tolle Nachrichten. Wir sind ja hier in Köln und wenn man hier rumläuft, was ja noch geht, dann findet man Zettel an den Bäumen, wo Schüler sagen, ich kaufe für Sie ein. Melden Sie sich bitte, hier ist meine Telefonnummer, die Schule fällt aus, aber ich habe Zeit. Und das sind eigentlich auch sehr positive Signale, die zeigen, dass eine Gesellschaft wie eine Gesellschaft herausgefordert ist und dass es schlechte Sachen sichtbar macht, aber auch sehr positive Sachen sichtbar macht in so einer Extremsituation.
Frau Mastroboni, Sie leben in zwei Welten, hier in Deutschland, stammen aber aus Italien. Wir haben eine Karte vorbereitet, die zeigt, dass eigentlich ganz Europa betroffen ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt Italien wie kein anderes Land. Also auch an Sie die Frage, Ihr persönliches Leben hier und jetzt und das, was Sie in Ihrer ursprünglichen Heimat erleben. Ich lebe ja in Berlin, aber ich habe schon dreimal eine Reise abgesagt nach Italien in den letzten zwei Monaten, einfach aus Verantwortungsbewusstsein. Ich habe einen 84-jährigen Vater in Rom, der lebt alleine und ich habe Angst, ihn anzustecken. Weil im Moment ist die Frage genau, warum sind so viele alte Leute in Italien angesteckt? Und eine der Antworten ist in Italien eben, und da kommen wir zurück auf Armin Laschet, das Familienleben ist viel enger verbunden. Also mein Vater zum Beispiel, der ist jeden Sonntag mit seiner Schwester zusammen, die ist 82, und mit den Kindern und Enkeln. Und das heißt, man ist dort ist die Gefahr auch größer, dass man alte Leute und auch, sagen wir mal so, anfälligere Leute für das Virus ansteckt. Und ansonsten, naja, also ich meine, ich muss sagen, Sie haben alle gesehen, diese Videos, die jetzt aus Italien kommen. Ich bin natürlich sehr besorgt über Freunde, über Verwandte. Das mit dem Singen, das kann ich mir überhaupt nicht anschauen, dann heule ich sofort los. Aber ich muss auch sagen, also gestern hat mir eine Freundin ein Video geschickt von den Eltern, die leben in Piacenza. Und das ist eine der betroffensten Zonen jetzt in Italien, Norditalien, eine wunderschöne Stadt übrigens, in Emilia, fast Lombardei. Und da haben die Eltern einfach ein Video gemacht von den Seiten der lokalen Zeitung. Und drei, vier Seiten waren nur Todesanzeigen. Ja. Das ist momentan die Situation in Italien. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat sich lange nicht geäußert und dann Mitte dieser Woche nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten. Wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist in jeder Beziehung. Und zwar, ich würde sagen, außergewöhnlicher als zu der Zeit der Bankenkrise, weil wir hier es mit einem gesundheitlichen Problem, einer gesundheitlichen Herausforderung zu tun haben, auf die Wissenschaft und die Medizin noch keine Antwort hat. Frau Scheidnickel, Sie sind Wissenschaftsjournalistin, haben den besonderen Blick auf dieses Thema. Wie ist die Lage und ist das, was im Moment getan wird, angemessen? Erstmal, wie ist die Lage? Die Lage ist tatsächlich so, wie das die Vorhersagen haben vermuten lassen. Also es gibt immer diesen Begriff der Ansteckungskurve. Das ist eine Kurve, die nicht linear verläuft. Also es stecken sich jetzt nicht jeden Tag aufs Neue 1000 Leute an, sondern es geht langsam los und dann gibt es einen sehr steilen Anstieg. Und Deutschland hatte das Glück bislang, dass wir sehr früh den Ausbruch erkannt haben und noch in dieser gemäßigten Phase der Kurve sind sozusagen. Und wir bewegen uns aber immer mehr auf diesen steilen Teil zu. Und den wollen wir um alles in der Welt verhindern, tatsächlich, um solche Zustände wie zum Beispiel in Italien zu vermeiden. Und wird dafür genug getan? Ich bin zunächst einmal erstmal sehr froh, dass jetzt Großveranstaltungen abgesagt worden sind. Das ist mir etwas zu spät passiert, ehrlich gesagt, weil wir hatten einen gewissen Vorlauf. Wir hatten Vorsprung. Wir wussten eigentlich, was passieren wird. Wir meint Wissenschaftler, die das, also es gibt diverse Modelle, aber eigentlich alle waren sich zumindest einig, irgendwann geht es steil bergauf. Und wir wissen, es gibt Maßnahmen, die wir ergreifen können. Und dazu gehört Social Distancing. Und wenn die Leute es nicht freiwillig machen, was ich auch zum Teil verstehen kann, weil es ein Einschnitt ins private Leben, dann braucht es halt die Verordnung von oben. Und diese Absage von Großveranstaltungen ist der erste sehr wichtige Schritt. Und wenn so etwas konsequent durchgezogen wird, stellt sich halt die Frage, was ist danach überhaupt noch nötig? Dass wir jetzt schon bei Schulschließungen und bei Kitaschließungen sind, das hat mich arg überrascht, weil ich mir da erstmal gewünscht hätte, noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wie strukturieren wir das eigentlich, anstatt mit dieser Entscheidung, die dann auch sehr splitterhaft getroffen worden ist, neue Probleme zu kreieren und irgendwie womöglich damit auch noch mal mehr Unsicherheit. Mhm. Naja, zum Beispiel eine Großveranstaltung war der Karneval hier im Rheinland. Ende Januar fing die Diskussion an, wie soll man sich eigentlich schützen? Ansage der Behörden war nicht existent. Und einige Karnevalsvereine haben gesagt, ja, man sollte sich vielleicht keine Bützchen geben. Aber Hunderttausende von Leuten sind in Karnevalszügen mitgefahren. Und ein Ursprung der Pandemie in Deutschland ist ja eine ganz kleine Veranstaltung in Gangelt. In Gangelt, in der Nähe Kreis von Rheinsberg, der große Geheimtipp für die nächste Karnevalssession. Langbroich-Harrelt, ja, dort haben 300 Menschen gefeiert. Das war im Wesentlichen der Ursprung der Fälle in NRW. Und
zwei Wochen vor dem Karneval, wo ja absehbar war, dass das Coronavirus kommt, war auf der Behördenseite Fehlanzeige. Null. Und da gebe ich Ihnen recht, da ist einfach zu spät reagiert worden. Also unser politisches System ist natürlich, lebt von Abwägungen. Es gibt das Föderalismusproblem, über das im Moment viel diskutiert wird. Also sind wir zu langsam im Vergleich zu einem Land, das von einem Präsidenten, vielleicht von einem autokratischen System regiert wird. So. Auf der anderen Seite... China, wo wir genau beobachten konnten, wie... Wo die Kurve im Moment sehr wieder abflacht. Wo aber auch erst überhaupt nichts passiert ist. Ja. Ja. Das ist auch die Frage, ja. Insofern wir es wissen. Sie haben völlig recht. So, auf der anderen Seite steht die These, dass ein föderalistisches System, also die Verteilung der Verantwortlichkeiten auf Bund, Länder und Gemeinden, natürlich dazu dient, doch zu entscheiden, wo man den Menschen am nächsten kommt. Deswegen tendiere ich nicht dazu, mich selber aufzuregen über die Frage, dass der eine Ministerpräsident vielleicht es mal ein oder zwei Tage anders entscheidet als andere. Ich finde, es wird sichtbar, auch was politische Führung ist. Wir haben ja auch eine Rückkehr, denke ich, zum Seriösen und Soliden. Das heißt, es ist gerade jetzt nicht die Stunde der Schaumschläger und der Großmäuler, sondern es sind die Besonnenen, die jetzt gefordert sind. Und eigentlich fahren wir in Deutschland damit ja nicht schlecht, mit einer eher spröden Kanzlerin und mit einem besonnenen Ministerpräsidenten, andere auch. Es ist ja nicht die Zeit, wo Bugwellen jetzt gemacht werden, obwohl wir in der Union einen Kampf haben um die Frage, wer wird der nächste CDU-Vorsitzende, vielleicht der nächste Kanzler und so weiter. Aber es ist eigentlich relativ ruhig und sachorientiert, was da stattfindet. Und ich finde deswegen unterm Strich, es ist angemessen, was passiert. Sie haben jetzt das ganze Spektrum aufgefächert. Das ist auch gut, weil es genau die Fragen sind, die uns, die auch Sie zu Hause beschäftigen, die ich hier in den User-Kommentaren lese. Wollen wir vielleicht noch mal die Einschätzung der Lage, in der wir sind? Frau Schadwinkel hat was dazu gesagt. Sie haben den Blick in ein Land, bei dem wir nicht wissen, ob es eine andere Lage hat oder nur in der Lage etwas vor uns liegt. Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, Henrik Enderlein ist ja ein toller deutscher Ökonom und er macht das ja ungefähr jede Woche. Er macht eine Chart, wo er zeigt die Progression, die Sie eben auch beschrieben haben, sehr schön. Und die Progression ist identisch im Moment wie Italien, identisch. Und wir sind einfach nur 9 Tage zurück. Und ich wollte auch noch zur Politik sagen, ich meine, ich möchte auch gerne Immanuel Kant zitieren, weil er sagte ja, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt, man setzt voraus, dass die Deutschen eben mündig sind, ne? Und dass sie verstehen. Und das, so geht man auch im Föderalismus vor. Man sagt, vielleicht sind die verantwortungsvoll. Aber wir haben gesehen, das hat nicht überall geklappt. Ich meine, die Länder haben sich gefügt, langsam, aber haben sich gefügt. Na, die Länder haben getrieben. Ja. Also zum Beispiel hätten wir keine Schulschließungen, wenn Herr Söder das nicht massiv vorangetrieben hätte. In Spanien sind es die Regionen, die Zentralregierung treiben. Aber die Bundesliga zum Beispiel, die hat ja, glaube ich, bewiesen letzte Woche, dass sie nicht so richtig verstanden hatte, was passiert ist. Und wenn ich nicht irre, das Spiel Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, war das nicht mit vollem Stadion 10 Kilometer von Heinsberg? Nein, es war nicht mit vollem Stadion, sondern mit leerem Stadion, 50 Kilometer von Heinsberg. Aber was erstaunlich war, da sind 2.000, 3.000 Fans zum Stadion gekommen und die Mannschaft von Borussia hat sich nicht entblödet, dahin zu gehen und mit den Fans irgendwas zu machen. Also das war aus meiner Sicht genau das falsche Signal. Ja, und deswegen meine ich auch, also natürlich kann man, wie gesagt, zum Glück ist das deutsche Volk ein mündiges Volk und auch die Politiker haben bewiesen, zum Beispiel, ich finde es auch sehr verantwortungsvoll, dass im Moment die Opposition nicht auf dieser Krise sich schmeißt. Lassen Sie uns noch mal den Blick auf die Lage, Frau Schadwinkel. Ich habe Sie eben unterbrochen. Ach so, ich wollte tatsächlich aber auch was noch mal sagen. Ich bin gar nicht aufgeregt darüber, dass einzelne Politiker einzelne... Unterstelle ich Ihnen nur. Sehr schön. Mir geht es nur darum, dass die Verantwortung, die Einzelne gerade übernehmen müssen, einfach sehr groß ist. Das gilt für Sie, das gilt für mich, das gilt für jeden Einzelnen. Es gilt aber umso mehr gerade auch für Politiker oder auch für die Leute, die in Gesundheitsämtern sitzen und entscheiden müssen, lasse ich diese Veranstaltung jetzt zu oder nicht. Und ich verstehe schon, wenn man sich wünscht, dass es eine klare Ansage von oben gibt, weil ja eigentlich das, was dann entschieden wird, sowieso für alle gelten sollte, weil es für alle Sinn macht. Und das ist das, was mir gefehlt hat und was ich mir gerne... Wir hatten einen Veranstaltung, wir hatten einen Verantwortungsstau
Ich selber habe mehrere Veranstaltungen erlebt oder Entscheidungsträger erlebt, die gesagt haben, sollen wir Versammlungen, die eine gewisse Größenordnung hatten, über 100, sollen wir die überhaupt noch machen, und die eine Ansage vermisst haben von der Landesregierung, von ihrer jeweiligen Landesregierung oder auch von der Bundesregierung. Da sind wir aber drüber hinweg. Beim Nachdenken, es ist eigentlich eine sehr dynamische Lage. Sie haben in den Nachrichten gesehen, es passiert ja im Stundenrhythmus irgendwas Neues. Und deswegen kann Politik eigentlich nur auf Sicht fahren in einer dynamischen Lage. Also so wie sich eine Lage verändert, gesundheitsmäßig oder virologisch, so verändert sich auch die Herausforderungen, die eine Politik hat oder die eine Wirtschaft hat, die Kulturbetriebe haben. Hier im WDR haben sie Schilder hängen, wo Literaturveranstaltungen, die Jahrzehnte Tradition haben, abgesagt worden sind. Man kann nur auf Sicht fahren, und das ist ein Teil dieser Verantwortung. Aber auf Sicht fahren würde ja bedeuten, dass man auf das Hier und Jetzt die ganze Zeit reagiert, würde ich jetzt definieren. Und was meiner Ansicht nach nötig ist, ist zu sagen, wir schauen uns die Modelle an, die epidemiologischen Modelle, die halt vorrechnen, was passieren wird, wie sich was ausbreiten wird, und tun das, um das zu verhindern. Das heißt, wir sollten dem Virus vorauskommen und nicht mit dem Virus arbeiten. Ja. Hätte man, fragt Martin Petschler im Gästebuch, zu Beginn der Krise in China schon bei uns drastisch handeln und das öffentliche Leben reduzieren sollen? Ich habe es ja eben gesagt mit dem Karneval. Ne? Das war eine Veranstaltung mit 300 Leuten, nicht mit 1000 Leuten. Ja. Und sie war mitten in der Provinz irgendwo. Es wäre sehr gut gewesen, wenn diese Veranstaltung nicht stattgefunden hätte. Das heißt, im Rückblick ist die Antwort klar ja. Ja. Zum Zeitpunkt hatten wir sie nicht. Sie haben das eben beschrieben. Es geht um die Frage, wer Verantwortung übernimmt. Und das eine ist die Verantwortung des oder der Einzelnen. Da stellt sich die Frage, muss sich von jetzt ab jede und jeder von uns so verhalten, als sei er oder sie angesteckt? Also soll das so Maßgabe unseres Handelns sein? Und das andere ist die Verantwortung der Veranstalter, der Politikerinnen und Politiker. Das sind die beiden Ebenen. Haben wir jetzt alle verstanden, was Sache ist, oder haben wir noch Nachholbedarf? Wir als Einzelne, die Verantwortungsebenen. Wie stark ist das Bewusstsein jetzt heute an diesem Sonntagvormittag, in welcher Lage wir sind? Also ich glaube, wenn Sie fragen, haben wir alle verstanden, dann ist das ja sehr weit gefasst. Und eigentlich erleben wir gerade die Rückkehr des Nationalstaatlichen. Mhm. Und in Spanien werden ganz andere Konsequenzen gezogen. In Österreich werden andere Konsequenzen gezogen. Dort an manchen Orten herrscht Ausgangssperre. Andere Staaten machen die Grenzen dicht. Also was wir doch erleben, ist, dass es eben keine gemeinschaftliche Antwort auf diese Krise gibt, sondern dass in Europa jetzt jeder es irgendwie macht, wie er es gerne möchte. Und dieses nationalstaatliche... Ja, warum ist das so? Zum Teil, weil die Politiker sich vielleicht auch unterschiedlich profilieren wollen, zum Teil auch, weil die Ausprägung der Pandemie noch unterschiedlich ist. Mhm. Aber im Prinzip, die Kanzlerin hat an die Finanzkrise erinnert. Wenn man sich daran erinnert, was damals gemacht wurde, dann waren es die EU und die G20, die sich zusammen an einen Tisch gesetzt haben und die Krise lösen wollten. Das sieht man überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die USA gerne einen Impfstoff aus einem Tübinger Labor kaufen und den dann auch nur in Amerika einsetzen. Also es herrscht ein Wettbewerb in der Bekämpfung der Krise. Und das ist das Brandgefährlichste, was uns eigentlich passieren kann. Warum machst du annehmen? Ja, auch das mit den Grenzschließungen. Ich finde das völlig unsinnig. Und ich glaube, zum Beispiel Italien hat sofort die Flüge aus China blockiert. Und das Ergebnis ist nicht gerade positiv. Genau. Und ich denke auch, so eine Entscheidung wie Grenzen blockieren oder Schengen aufzuheben, darüber redet man ja auch momentan, das sollte man wirklich nur europäisch wirklich entscheiden. Sonst geht jeder im Alleingang. Und wie gesagt, also ich glaube nicht so sehr. Ich bin da völlig mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn, der gesagt hat, das macht keinen großen Sinn, jetzt Grenzen zu schließen, weil das Virus ist global, wie soll ich sagen. Es ist, es reißt trotz der Grenzen sehr schnell. Aber nehmen wir die Beobachtung. Politik ist nationalstaatlich. Das darf man ja auch nicht verkennen. Ja, also wenn der Döbler davon spricht, dass wir eine Rückkehr des Nationalstaates erleben im Moment, dann stimmt das ja. Und das hat auch einen rationalen Grund. Und der rationale Grund ist, dass eine Kanzlerin von der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird und eine klare Verantwortung hat. Und wir haben keine europäische Verantwortung im Sinne
wie wir eine deutsche Verantwortung haben oder eine österreichische oder eine italienische Verantwortung haben. Die EU-Kommission kann in dieser Phase koordinieren, sie kann Wissen sammeln, sie kann diese Aufgaben übernehmen, aber sie kann zum Beispiel nicht durchregieren. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen gibt es eine Ratio dafür. Ich folge der Beschreibung. Ich verstehe, was Sie beschreiben. Wir haben eine Situation, wo in unserem engeren Umfeld in Europa die Länder in unterschiedlicher Lage sind und je auch unterschiedlich auf die Lage reagieren. Das ist die Beobachtung, die wir als Journalisten machen können. Meine Frage, und ich stelle sie noch mal, sind wir heute Sonntagmittag in der Bundesrepublik in einer Situation, dass wir, die wir alle nicht Virologen sind, sondern als Beobachter, als Journalisten, dass wir den Eindruck haben, die Maßnahmen sind angemessen oder sind sie vielleicht gar nicht ausreichend oder sind sie übertrieben oder sagen wir ehrlich, wir trauen uns kein Urteil darüber zu? Also ich finde es weiterhin schwierig, in andere Länder zu gucken und zu sagen, schau mal, die machen XY, warum machen wir das nicht? Das sollten wir genau so umsetzen, weil so funktioniert es nicht. Und das bringt mich zurück zu der Karnevalsfrage. Zu dem Zeitpunkt wäre es aus meiner Sicht übertrieben gewesen, einen Karneval abzusagen. Das geht auch gar nicht immer. Ja, ich weiß, das ist das Schlagwort, was immer irgendwie kommt. Auch da hätte ich noch nicht die Bundesliga absagen wollen. Einfach weil wir begrenzte Fälle hatten, wir wussten, wer Patient Null ist. Es gab noch keinen Grund zu vermuten, dass sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet, sondern es gab irgendwie klare Herde. Und die lassen sich mit anderen Maßnahmen eindämmen, als wenn der Punkt erreicht ist, an dem wir jetzt stehen. Und machen wir das gerade richtig? Wir versuchen jetzt wieder einzufangen. Das ist aber nicht passiert. Ihre Analyse ist, man hätte zu einem früheren Zeitpunkt mit gezielteren, mit drastischeren Maßnahmen den Anstieg frühzeitig verlangsamen können. Das ist Ihre Analyse. Bezogen auf Großveranstaltungen, ja. Dass die unterbunden werden, das hätte ich mir eine Woche früher gewünscht. Das habe ich auch, ich sage das auch nicht rückblickend, sondern das wurde auch nicht nur von mir, sondern von mehreren Kollegen geschrieben, in diversen Formen oder in kleinen Kärtchen auf Twitter geteilt, so was jeder jetzt tun kann. Das war einer der entscheidenden Punkte, eben diesen Kontakt zu reduzieren. Und das ist nicht passiert. So, das haben die Leute nicht, oder sehr viele Menschen nicht auf sich nehmen wollen. Nochmal, ich habe dafür Verständnis. Ja, ja. Deswegen sind wir aber jetzt da, wo ich drücke nur die Pausentaste. Ja. Ich frage mal, Herr Döbler hat es vorhin ähnlich gesagt, das ist Konsens am Tisch, ist ja jetzt müßig, aber für die Analyse wichtig. Also in einer frühen Phase. Also ich finde, Heinsberg hätte viel, viel früher isoliert werden sollen. Und zwar genauso knallhart wie Codogno. Ja. Das ist ja das italienische Heinsberg, isoliert wurde. Und ich denke nicht, dass man, erstens, wir resonieren über Fälle, die man kennt. Und wir testen nur Leute, die haben Symptome und die waren mit in Italien oder in und so weiter. Was ist mit all den Menschen, die momentan das Virus haben, aber die noch nicht, ja. Und deswegen denke ich, und darauf hat, glaube ich, Italien auch so hart reagiert. Und ich denke, wir haben nicht nur die Kurven der Virologen, wir haben Italien. Und wir sind einfach nur ein Stückchen zurück. Gestern habe ich schon wieder eine Grafik gesehen, die zeigt genau dieselbe Progression. Mhm. Und wir wissen noch nicht, ob das sinnvoll ist, aber momentan zum Beispiel in Codogno, das italienische Heinsberg, wissen wir, dass es keine neuen Ansteckungen gibt. Ja. Das ist doch schon mal... Sie haben die Entwicklung angesprochen. Die Redaktion sagt mir gerade aufs Ohr, wir hätten eine Grafik, die wir uns in dem Zusammenhang mal anschauen sollten. Das sind die Ansteckungskurven. Bettina, jetzt musst du mir helfen. Das zeigen die Kurven. Die gelbe Kurve ist die weltweite Kurve und die blaue Kurve. Das ist die Zahl, die Corona überstanden haben und wieder gesund sind. Also wir sehen, dass da immer solche Sprünge drin sind. Der erste Sprung im Februar ist, als das Virus China verlässt und sich dann ausweitet. Gut, zurück. Die Zählweise geändert wurde. Also man hat dann ja beschlossen, dass die Diagnostik, also dass es andere Fälle noch gezählt werden und dann gab es einen sehr sprunghaften Anstieg in der Kurve. So, also wir haben den Rückblick einvernehmlich besprochen und die Versäumnisse festgehalten. Jetzt sind wir wieder Sonntagmittag, 12:27 Uhr in Köln.
Frau Schadwinkel, ich hatte Sie unterbrochen, deshalb, also. Wie ist die Lage? Ja, ist es genau richtig, was glaub, jetzt heute Morgen passiert? Ist es zu viel, ist es zu wenig? Herr Sie haben ja zwei Fragen gestellt. Zum einen, ob wir in unserem persönlichen Umfeld das Richtige tun. Heute, 12.27 Uhr. Und ich glaube, ja, alle haben kapiert, wie sie sich schützen müssen. Vielleicht rutscht einem manchmal noch die Hand raus, weil man jemandem die Hand gibt und das noch nicht ganz internalisiert hat. Wir umarmen uns auch noch im Italiener. Ja, also das machen wir sowieso nicht so gerne hier. Aber ich glaube, die Menschen haben kapiert, was sie machen müssen. Die andere Frage ist ja, ob die Politik... Halt, Nachfrage. Gestern Morgen beim Bäcker. Einige, also viele Menschen, die Brot kaufen wollen, wie jeden Samstag, einige halten Abstand, ja, und die Schlange geht weit aus dem Geschäft raus. Ja. Andere verstehen gar nicht, was da passiert und gehen durch die Abstände hindurch vorne an die Theke. Also haben wir alle verstanden? Soweit es die intellektuellen Möglichkeiten zulassen. Es gibt immer klügere und weniger kluge Menschen in allen Situationen. Aber im Prinzip, glaube ich, ist klar, wie man sich schützt. Aber wir hinken schon hinterher. Die Beispiele sind ja da. Ne? Also es sind schon eine Menge Leute auch einfach sorglos unterwegs. Ne? Also kann man noch Bahn fahren? Ja. Ist auch so eine Sache. Ne? Wenn man hört, ein Virus hält sich auf einem Sitz oder auf einer Fläche 5 Stunden. Kann ich noch eigentlich in eine Bahn einsteigen, wenn mir der Bundesgesundheitsminister sagt, ab einer gewissen Größenordnung musst du diese Versammlung meiden. Eine Bahn ist auch eine Versammlung von ziemlich vielen Menschen. Ich finde es super, Herr Döbler ist dran. Wir haben jetzt öfter so eine Situation, es hält jemand was fest. Wir kommentieren es nochmal, ist auch völlig in Ordnung. Ja, nochmal der Rückblick, also wir sind uns einig über die Versäumnisse. Die haben mit Verantwortlichen und mit uns zu tun. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir zumindest hoffen, dass viele von uns Einzelnen verstanden haben, was Sache ist. Und jetzt? Und die zweite Ebene, nach der Sie gefragt haben, ist ja, tut die Politik eigentlich das Richtige? Ja. So, wir haben von Olaf Scholz gehört, jetzt liegen alle Waffen auf dem Tisch. Und die Frage ist doch, ob es die richtigen Waffen sind. Also 550 Milliarden Kreditprogramme. Da ist doch die Frage, ob das Problem der Wirtschaft im Moment Liquidität ist. Also brauchen die Kredite? Nein, das ist nicht das Thema, was sie haben. Sondern wenn Sie sich vorstellen, kleine Unternehmer, den Bäcker, den Sie angesprochen haben, der kleine Restaurantbesitzer, die kleine Kultureinrichtung, der Mittelständler, der seine Lieferkette nicht mehr auf die Reihe kriegt, der jetzt mindestens 2-3 Wochen, wahrscheinlich ja deutlich länger, keinen oder wenig Umsatz hat, dem ist mit Krediten nicht geholfen. Der braucht den Umsatz. Das heißt, diese Hilfe geht an den Bedürfnissen der kleinen und mittelständischen Unternehmer total vorbei. Wir werden die Diskussion kriegen. Ne? Wir hatten eine Bankenrettung, brauchen wir eigentlich eine Mittelstandsrettung? Also das ist völlig richtig. Wir haben bei null Zinsen haben wir kein Liquiditätsproblem. Die Leute kriegen ja an jeder Straßenecke einen Kredit. Ob den nur der Staat gibt oder eine Bank gibt, das ist vergleichsweise egal. Aber die Leute, die Mittelständler, Selbstständige, viele Selbstständige, die kommen so an eine Existenzkrise. Die rechnen jetzt aus, wie lange halte ich das eigentlich noch durch. So, und wir werden in die Frage reinsteuern. Wir haben mal Banken gerettet. Müssen wir eigentlich nicht auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ist der Mittelstand, müssen wir nicht die auch retten? Ich war gestern Abend essen, mit Abstand und alles gut. Ja? Und ich habe den Wirt gefragt, sag mal, wie lange hältst du das durch? Ja. Und er sagt, na, 2-3 Wochen geht, aber dann? Ja. Frau Mastroboni, Sie kennen aus der Beobachtung, wie das ist, wenn in einem Land die Schulen geschlossen werden, die Kindergärten, und in Italien ist ja sehr viel drastischer dann richtiger Bewegungsstopp für Bürgerinnen und Bürger verhängt worden. Was kommt aus Ihrer Einschätzung jetzt auf uns zu? Na, erstens, ich mache mir Sorgen, weil ich überlege, diese Blockade ist ja bis April. Und bis April ist noch sehr viel Zeit. Ich meine, die Menschen sitzen dann zu Hause, völlig abgeschottet von anderen Menschen. Ich meine, wir machen schon unter Freunden, machen wir schon so Skype-Runden, wo wir zu 4 oder 5 in einer Runde sind und fühlen uns dann, also damit sie sich auch weniger alleine fühlen. Aber was macht das auch psychologisch mit einem Menschen? Das frage ich mich, das ist das erste Problem. Und zweitens, wir haben auch ein riesengroßes wirtschaftliches Problem. Was Sie eben meinten, da würde ich hinzufügen, die EZB hat ja auch eine sehr wichtige Entscheidung getroffen. Sie hat eine riesen Liquiditätsoperation, die heißt TLTRO, und die ist geschnitten auf die kleinen und mittleren Unternehmen. Ja. Aber das ist auch wieder Kredit. Ja. Wir haben ja nicht nur ein Liquiditätsproblem, wir haben ein Nachfrageproblem. Wir haben eben Unternehmen, die wahrscheinlich alle, ich weiß nicht, in großen Schwierigkeiten kommen werden. Und
Was ist da auf dem Tisch, europäisch gesehen? Ja, Jasmin Heck, eine Zuschauerin in einem unserer sozialen Netzwerke, schreibt, sie ist selber Kleinunternehmerin, hat einen Laden. Der nächste Punkt ist sicher der Shutdown. In anderen Ländern ist er schon da. Wer bezahlt dann die Miete für meinen Laden? Ich habe seit mehreren Tagen schon keine Kunden mehr. Genau, das ist der Punkt. Ja. Müssen wir diesen Shutdown, also die Ausgangssperre mit Ausnahme von Einkaufen gehen und dringend notwendige Besorgungen, müssen wir das in der Bundesrepublik auch einführen? Ist das der notwendige nächste Schritt oder warten wir jetzt erstmal ab, was die Schließung der Schulen bringt? Ich fürchte ja, dass die Schließung der Schulen gar nicht so viel bringen wird. Also die Studienlage dazu ist noch undurchschaubar. Es wird jetzt zuletzt sehr viel zitiert, eine Studie, die sich rückblickend die Situation der Influenza-Pandemie im Jahr 1918 angeschaut hat und dann amerikanische Städte verglichen hat. Spanische Grippe. Entschuldigung. Ja. Genau. Dabei kam halt, dann hieß es halt, in der einen Stadt wurde konsequent geschlossen und das hat was gebracht, in der anderen nicht. Und dann wurde das 1:1 auf heute übertragen. Und das mag in der Effizienz der Virusbekämpfung vielleicht was gebracht haben. Ob das heute so funktioniert, ist die nächste Frage, weil wir noch gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt eigentlich ohne Symptome, aber eben mit dem Virus in sich es gerade verbreiten. Und aber eben auch diese Frage der Versorgung. Damals waren Mütter zu Hause und nicht in der Arbeit tätig oder hatten ein Geschäft. Das ist eine andere Situation. Und wir wissen nicht, ob das was bringt, gemessen auch an den anderen Konsequenzen, die das Ganze haben kann. Und deshalb tue ich mich weiterhin sehr schwer damit. Und mit einer kompletten Ausgangssperre damit deshalb noch schwieriger. Ich möchte immer so gerne an den Einzelnen appellieren. Ich bin gestern Abend nicht ins Restaurant gegangen, zum Beispiel. Und fühle mich im Nachhinein damit auch besser. Das muss halt irgendwie schon weiterhin jeder für sich entscheiden, weil diese psychologische Komponente halt auch sehr schwierig ist. Und die Ausgangssperre, wenn ich keine Sinnhaftigkeit in so etwas finden kann, dann tue ich mich damit unglaublich schwer. Das setzt mir sehr, sehr zu. Oder kann mir sehr zusetzen. Es gibt Maßnahmen wie zum Beispiel diese Chats oder so. Das ist eine super Idee, um sich auszutauschen und so ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten. Aber das kann halt auch nicht jeder. Und wir hängen damit ganz klar Leute ab. Wir schneiden sie ab von der Gesellschaft. Und ich tue mich sehr schwer damit, jetzt zu entscheiden, ist das der Schritt, den wir schon gehen wollen, weil das sehr krasse Konsequenzen hätte. Ich finde es gut, aber ungewöhnlich, dass wir hier heute Mittag zusammensitzen und viele von uns sagen, ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt ist. Ich bin mir unsicher. Glaube, dass das die Lage sehr gut beschreibt. Deshalb vielleicht jetzt für die letzten Minuten noch mal zwei Perspektiven. Mir geht noch durch den Kopf, Herr Reitz, was Sie eingangs geschildert haben, Schilder an Bäumen oder Straßenlaternen. Ich, Schüler, habe Zeit, gehe gerne für ältere Leute einkaufen. Also da haben wir ja das Thema Verantwortung der Einzelnen sehr konkret. Das heißt, die eine Frage, die ich noch stellen möchte, ist das möglicherweise unser stärkstes Instrument, wie sich Einzelne verhalten und Verantwortung wahrnehmen. Wie kann man das stärken? Ja, wichtig ist das das wirklich aktiviert werden? Schönen Morgen, wir Medien haben da schon eine Möglichkeit. Wir können zum Beispiel darüber berichten. Wir können, was Sie eben gesagt haben, wir können den Leuten erzählen, wie Digitalisierung in ihrem Umfeld funktioniert. Man kann Leuten erzählen, ich bin übrigens nicht pessimistisch. Ich glaube, dass gerade viele ältere Leute kommen mit Handys und mit Chatrooms und so weiter inzwischen sehr gut klar. Also jedenfalls habe ich das im eigenen Bereich. Und das, deswegen wird das funktionieren. Die Medien haben eine große Verantwortung jetzt und sie nehmen sie auch wahr. Ich habe gestern 70 Seiten im Spiegel gelesen. 70 Seiten zu diesem Thema, um mich auf diese Sendung hier vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie viele Seiten heute in den Sonntagszeitungen drin sind. Der Deutschlandfunk berichtet, dass seine Zuschauer- oder Zuhörerzahlen nach oben gehen und das Interesse noch nie so groß war, seriös und anständig informiert zu werden. Auch eine große Chance und eine große Verantwortung, die die Medien jetzt haben. Das merken wir, glaube ich, alle, wie groß das Bedürfnis nach Information ist. Aber Herr Döbler, zugleich sind wir in dem Zwiespalt. Also Ihre Zeitung hat nicht 70 Seiten dazu, aber auch ein sehr umfangreiches Angebot. Also einerseits extrem viel Berichterstattung und andererseits, wie eben festgehalten, auch große Unsicherheit bei uns selbst und Schwierigkeiten in der Einschätzung. Ja klar, also es ist die Stunde der Medien und es ist die Stunde der unaufgeregten,
guten Analysen, mit guten Gesprächspartnern, um Menschen Lebenshilfe zu geben. Und dafür sind wir da. Das funktioniert auch gut. Also wenn man darauf schaut, was sind die Beiträge, die am stärksten nachgefragt werden bei uns im Netz, bei RP Online, dann ist es ganz klar, das sind die Hintergrundberichte, die eine Einschätzung geben, die sozusagen genau das Gegenteil von Hysterie produzieren, sondern Ruhe, Gelassenheit. Ich würde aber gerne noch auf einen Punkt eingehen von Herrn Reitz. Ich finde diese Zettel an den Bäumen auch wunderbar. Ich habe bloß das Gefühl, es ist eher anekdotischen Charakters. Mein Eindruck ist, dass diese Krise dazu führt, dass es Ausgrenzung gibt. Es geht jung gegen alt. Die Jungen kaufen die Supermärkte leer, während die Alten zu Hause sitzen. Es geht Landkreis Heinsberg gegen den Rest der Welt. Es geht Italiener gegen Österreicher. Also wir haben überall solche Konflikte, die aufeinandertreffen. Und ich erkenne nicht, dass diese Krise dazu beiträgt, dass wir besser miteinander umgehen. Eher das Gegenteil. Okay. Andere Beobachtung dazu bitte, ja? Ja, ich nehme das etwas anders wahr tatsächlich. Also in meiner Wahrnehmung interessieren sich sehr viele Menschen dafür, wie kann ich vor allen Dingen nicht nur mich schützen, sondern wie kann ich andere schützen? Und also wir haben versucht, bei Spektrum mit den Leuten direkt in Kontakt zu gehen, haben auf Instagram, YouTube, also alle Kanäle, die es irgendwie gibt, aufgerufen, was sind eure drängendsten Fragen, was möchtet ihr von uns wissen? Und sehr häufig ging es darum, klar, wie kann ich mich schützen, aber was bringt das eigentlich auch anderen und was kann ich Sinnvolles tun? Und deswegen, ich meine, wir alle haben unser eigenes Umfeld, unsere eigene Blase. In meiner nehme ich sehr viel Vernunft wahr, auch sehr viel Interesse an guten Informationen, ein Bedürfnis danach, was ich finde, auch sehr viele Medien gerade erfüllen. Und ich bin einfach nur dankbar, dass wir eine Medienlandschaft haben, wie wir sie haben und dass wir, ohne mich jetzt selbst zu sehr loben zu wollen, Wissenschaftsjournalisten haben von dermaßen Kompetenz und denen erlaubt ist, so frei zu schreiben und zu recherchieren. Weil das kommt uns gerade sehr, sehr zugute. Ich wollte noch ein Lob auf die deutschen Medien aussprechen, denn ich denke, ich finde es zum Teil rührend, wie über Italien momentan berichtet wird. Ja. Es kommt ab und zu mal so ein Vorurteile kommen wieder raus. Ja. Die Anarchisten, die anarchischen Italiener, die nicht zu Hause bleiben können. Ich meine, diese selben Szenen von Leuten, die nach Hause wollen und so, kommen jetzt auch aus Chicago. Ich glaube, das wird man auch irgendwann hier erleben. Aber egal, ich finde es sehr schön, wie hier berichtet wurde bisher. Also mit großem Respekt, mit großem auch Mitgefühl. Das einzige Problem, was ich im Moment sehe, ist politisch. Wie sehr ist Europa da? Und ich muss sagen, es war ganz schrecklich für das Image von Deutschland, dass in denselben Tagen, an denen mit Fanfaren die Chinesen nach Italien gekommen sind, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Masken an Italien geschenkt haben, mit Ärzten, die jetzt in Lombardei mithelfen, in denselben Stunden kam die Nachricht, dass Deutschland diesen Ausfuhrstopp für Masken nach Italien und überall Atemschutzmasken. In die Schweiz zum Beispiel. Der Botschafter wurde einbestellt. Ja. So, und das sind eben Sachen, die zerstören das Vertrauen in Europa. Und in Italien haben wir eine sehr starke rechtspopulistische Partei. Und deswegen muss man auch da aufpassen. Da muss die Politik einfach verstehen, dass in solchen Zeiten sowas nicht ernährt werden sollte. Ne? Diese Beobachtung passt ja, finde ich, gut in das Bild, das wir gerade zeichnen. Eine Grundfrage ist, ob die Gesellschaft in dieser Situation eher jeder kämpft für sich Tendenzen hat oder ob wir solidarisch einander helfen. Und auf der politischen Ebene ist dieses Beispiel Atemschutzmasken ja eines, das gerade beispielhaft dafür steht. Und damit sind wir dann am Ende schon bei der Frage der politischen Führung, der Verantwortung in der politischen Führung. Das ist ja das Gegenbild. Ne? Gleichzeitig, gerade dieses Beispiel Atemschutzmasken zeigt wieder all die Problematiken auf, die wir gerade haben. Weil unser Pflegepersonal sagt uns, Ärztinnen und Ärzte rufen dazu auf, wir haben nicht genug Material. Wir können uns nicht schützen, um anderen zu helfen. Wo bekommen wir es her? Aus China schien es erstmal nicht zu kommen. Man wusste gar nicht genau, wie groß ist der Bestand. Kann überhaupt jeder versorgt werden? In den Kliniken gab es unterschiedliche Zahlen dazu. Jetzt hat man politisch entschieden, nein, wir behalten das dann im Land, um bei uns die Versorgung sicherzustellen. Das kann man jetzt so auslegen, das ist sehr uneuropäisch. Gleichzeitig, was wäre passiert?
nicht, dass sie das gemacht haben. Nein, aber das ist inzwischen auch aufgehoben worden, weil Europa interveniert ist, also sehr stark und gesagt hat, das gibt es überhaupt nicht. Wir brauchen irgendwie diesen Austausch. Gleichzeitig wollen wir uns natürlich auch irgendwie versorgen. Und jeder möchte wissen, wenn ich, oder zumindest sicher sein, wenn ich jetzt erkranken sollte oder meine Oma und die muss ins Krankenhaus, dann bekommt sie auch das Beatmungsgerät und die Ärztin, die kann sich auch schützen und muss dann nicht 2 Wochen in Quarantäne und kann niemandem mehr helfen, was Kliniken ja auch schon eingestellt haben, weil es nicht geht. Wir sind fast am Ende der Sendung. Hat jemand in der Runde eine Idee, was uns nächste Woche erwartet, eine Prognose, eine Erwartung? Es wird erstmal schlimmer werden. Ja. Wir werden deutlich mehr Fälle verzeichnen, eben weil es keine lineare Kurve ist. Und Krankheitsfälle, Tote. Ja, ganz sicher. Einfach weil wir wissen nicht genau, wie die Sterblichkeit ist. Aber es wird mehr Tote geben, ganz sicher. Und umso wichtiger ist es, sich solidarisch zu zeigen und anzunehmen und zu verstehen, wir befinden uns hier gerade in einer Krise. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Und das bedeutet, Wege zu gehen, die man sonst vielleicht vorher für sich persönlich nicht bereit war zu gehen. Das bedeutet Verzicht und das bedeutet Anpassung. Und zwar auch wirklich dynamische Anpassung. Es kann sich einfach jeden Tag was ändern. Ich bedanke mich für eine sehr ungewöhnliche Sendung, wo wir nicht hart gerungen, uns Argumente an den Kopf geworfen, sondern einfach nur Beobachtungen zusammengefügt haben. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man im Moment leisten kann. In der ARD geht es weiter mit dem Europamagazin, dem Bericht aus Brüssel. Bei Phoenix und WDR 5 sind Sie am Zuge, Presseclub nachgefragt. Ja, danke. Wir sehen uns wieder zu diesem Thema, ganz bestimmt. Gruß aus Köln. Willkommen zurück. Presseclub nachgefragt. Bei WDR 5 im Radio, bei Phoenix im Fernsehen. Sie haben weiterhin auch das Wort, aber jetzt vorrangig. Gabriele Melo de Burger aus Hagendahl steht hier. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig wiedergegeben. Grüße Sie. Ich grüße Sie. Ja, Sie haben das Wort. Ja, ich wollte nur zu dieser Antwort der einen blonden Dame sagen. Wir sollten auch mal verzichten. Dazu gehört zum Beispiel, wenn man selber Vermieter für einen kleinen Laden zum Beispiel ist, wäre es ja eine Möglichkeit, mal einen Monat eine Miete oder mehrere Monate zu stunden oder nur die Hälfte zu nehmen. Das bedeutet für mich dann auch Verzicht und sich zu beteiligen an der Krise. Also wenn schon Jugendliche Schilder aufhängen an Bäumen, dass sie für andere einkaufen, wäre es auch jemandem, der wirtschaftlich gut dasteht, möglich, ein kleines Unternehmen zu unterstützen oder einer Bäckerei oder einem kleinen Kaffeeshop oder was auch immer zu helfen und die Existenz zu sichern. Darüber könnte man vielleicht mal nachdenken. Ein toller Appell. Danke. Ich danke. Ja, und Gruß zurück. Wir gehen weiter nach Leipzig zu Karl-Heinz Zahn. Herr Zahn, willkommen, Sie sind dran. Ja, wunderschönen Gruß von der Pleiße an den Rhein. Ich habe eine ganz kurze Frage nur. Was machen wir bei der nächsten Epidemie, die höchstwahrscheinlich kommen wird? Bei der nächsten Epidemie eines anderen Virus, meinen die Sie? Die Ursachen für diese Epidemie müssen ja auch bekämpft werden. Und ich sehe das bis jetzt nicht. Was haben Sie da im Kopf? Also wo sehen Sie die Ursachen? Ich sehe die Ursachen zum Beispiel in dem Zusammenrücken von Kultur und Natur, dass zum Beispiel Wild, also Haustiere, immer mehr Kontakt finden mit Wildtieren. Die Wildtiere haben ja unheimliche Viren, die wir gar nicht kennen, gar keine Abwehrstoffe haben, tragen in sich. Und durch Haustiere können diese dann übertragen werden auf den Menschen. Ja. Jetzt habe ich Ihre Frage verstanden. Es ist der biologische Hintergrund, der Sie beschäftigt. Richtig. Ja. Kann da jemand was zu sagen? Wissen wir genug über das Entstehen dieses Virus, um das beurteilen zu können? Also China hat ja schon Konsequenzen gezogen. China hat beschlossen, dass es eben keine wilden Tiere mehr auf den Märkten geben darf und dass der Wildtierhandel eingeschränkt werden soll. Artenschützer sagen, das schützt nicht nur Arten in China, sondern das wird weltweit Arten schützen. Und das bedeutet natürlich auch, dass weltweit sich die Ausbreitung irgendwie verringern wird. Mhm. Ich habe die Frage des Zuschauers jetzt so verstanden, dass es speziell um den Kontakt in Deutschland geht.
Na, ich glaube, er hat die Sorge, dass nach diesem Muster auch andere Viren sich entwickeln ja, ganz und sicher. Uns wieder bedrohen also, das, könnten. Diese Art von Krankheiten nennt man Zoonosen. Das sind die, die in Tieren schlummern und dann durch Mutation der Viren auf Menschen auch überspringen können. Das ist bekannt, das ist schon öfter passiert und das wird auch wieder passieren, ja. Mhm. Ebola war doch schon so, oder? Genau, ja. In Ebola ist ein Fall, das Zika-Virus ist ein nächstes. Herr Zahn, danke. Und also, wir können es nur als Frage festhalten. Die Antwort haben wir nicht, aber Sie berühren einen wichtigen Punkt. Dankeschön und Gruß an die Pleiße. Ich greife mal eine ganz einfache Frage auf, weil ich sie hier in unserem Stream in den sozialen Netzwerken immer sehe, hier bei Naresh Kumar via YouTube. Die Frage ist schlicht, kommt es bei uns zu einer Ausgangssperre? Wenn die Zahlen nach oben gehen, sicherlich. Und dann wird ein politischer Mechanismus einsetzen, der so aussieht, dass es irgendwo anfängt und dann gerät ein anderer Entscheidungsträger unter Druck, der einfach gefragt wird, wenn das irgendwo stattfindet, warum machen wir das nicht? Tust du genug, um die Bevölkerung zu beschützen? Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bei wachsenden Zahlen es tatsächlich wie in anderen Ländern jetzt auch in Europa zu Ausgangssperren auch in Deutschland kommt. Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Wird es irgendwann dazu kommen, dass es zentral entschieden wird? Oder geht das denn wieder föderalistisch jedes Land für sich? Weil das, also damit es zentral passiert, muss ja Notstand ausgerufen werden. Ne? Und wann wird der Notstand ausgerufen? Also wäre so ein Fall für einen Notstand, wenn das eben sehr schnell hochgeht? Das ist wirklich meine Frage. Ja, wobei, ich sag mal, das Beispiel Schulen zeigt ja, ein Land ergreift die Initiative und die anderen 15 sind innerhalb weniger Tage an Bord. Mhm. Also es ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, wie es funktioniert. Ja. Nicht? Also insofern wäre die Vermutung, dass das ähnlich ist. Aber Herr Döbler, Sie hatten auch Luft geholt. Es wird über die Länder gehen, das ist klar. Aber man fragt sich ja schon, warum nicht längst im Landkreis Einsberg eine Ausgangssperre herrscht. Also das sind doch die Themen. Okay, eigentlich. Also die Vermutung ist, dass uns dergleichen erwartet. Ich gehe mal nach Siegen zu Nicola Edinger. Herr Edinger, guten Tag. Sie haben das Wort. Ja, hallo in die Runde. Es ist so, wir haben bei uns im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein aktuell 14 bestätigte Fälle und alle sind Rückkehrer aus Italien oder Österreich, beziehungsweise deren Kontaktpersonen. Meine Frage ist ganz simpel, warum werden nicht endlich die Grenzen geschlossen und alle Rückkehrer in Quarantäne geschickt? Kurze Anmerkung vielleicht noch. Natürlich sind schon einige Fälle hier bei uns im Land. Aber ist das wirklich ein stichhaltiges Argument, um auch noch diese Hochrisikogruppe völlig unkontrolliert bei uns ins Land zu lassen? Mhm. Ja, spannende Frage, Herr Edinger. Gerade jetzt Rückkehrer aus Tirol, Skiurlaub in Tirol, ganz drastische Maßnahmen in Österreich. Also die Leute sind ja dazu aufgerufen worden. Also der Gesundheitsminister hat empfohlen, dass Menschen, die aus diesen Gebieten zurückgekommen sind, sich in Quarantäne begeben, beziehungsweise in Isolation. Und ich kann nur darum bitten, dass die Leute das dann auch tun, ob sie Symptome haben oder nicht. Weil, auch das haben wir schon mal gesagt, aber ich möchte auch das noch mal betonen, nur weil man keine Symptome hat, heißt es nicht, dass man nicht ansteckend ist. Mhm. Damit sind wir wieder bei der Verantwortung des Einzelnen, weil nirgendwo in Deutschland ein Zentralregister über Tirol-Skifahrer geführt wird. Herr Edinger, danke. Die Frage ist wichtig und ich glaube, eine bessere Antwort gibt es nicht. Gruß nach Siegen. Wir gehen nach Fürth in Franken zu Norbert Bayer. Herr Bayer, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich finde es erstmal gut, dass Sie auch die Zuschauer zu Wort kommen lassen und man sollte vielleicht diese Zeit mal ausweiten. Ich habe jetzt eine Frage an den Herrn Reitz. Können Sie sich vorstellen, dass man die Firma CureVac in Tübingen, die ja diesen Impfstoff entwickeln soll, dass man die staatlich übernimmt oder durch ein Crowdfunding finanzieren könnte? Das heißt, wo jeder, sagen wir mal Ärzte, Privatpersonen auch mit Geld einzahlt. Und dann würde ich Sie fragen, was Sie davon halten, dass jetzt 5 Asylbewerber, neu eingeflogene Asylbewerber in Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert sind. Ob man das nicht, wie man das steuern will. Mhm. Okay, zwei Fragen, Herr Bayer. Ja. Ich kann jeden nur ermutigen, mal im Internet auf Hallo Meinung zu gehen. Da kann er sich einige Meinungen zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen, dass zum Beispiel Menschen diffamiert werden. Und zwar die Alten und Schwachen, die wird es jetzt praktisch
zurechttreffen. Ja, da gibt es ein Twitter-Account, Bohemian Browser Ballett, auch finanziert von den Öffentlich-Rechtlichen. Und da heißt es, dass es zu Recht die Alten erwischt, die 50 Jahre das Land an die Wand gefahren haben. Ja. Und die Leute, die sowas veröffentlichen, die hätten niemals Deutschland aufbauen können. Ja, Herr Bayer, danke, dass Sie darauf hinweisen. Da haben wir es mit einem Satire-Post zu tun, in der Tat, vom Bohemian Browser Ballet. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat das für das Netzwerk Funk produziert. Und das ist einer der Fälle, wo sich schlicht die Frage stellt, kommt Satire auch als Satire an? Aber das würde ich sagen, nehmen wir als Extra-Thema, weil Sie zwei andere angesprochen haben, Herr Reitz, kurz zu der Frage. CureVac. Eine Tübinger Firma, die möglicherweise einen Impfstoff gerade findet oder entwickelt. Ja. Und wo es jetzt heißt, von Seiten der amerikanischen Administration, das kaufen wir für uns, für Amerika. Ja. Ohne den konkreten Fall zu kennen. Es gibt ja eine Diskussion innerhalb der Großen Koalition, sowohl der Bundesgesundheitsminister Spahn als auch einer der führenden Gesundheitspolitiker der SPD, Herr Lauterbach, sagen, wir müssten eine strategische Entscheidung treffen, ob wir lebensnotwendige medizinische Güter, zu denen auch Impfstoffe gehören, ob wir die sozusagen deglobalisieren, das ist das Stichwort dazu, und zu sagen, die produzieren wir wieder in Deutschland. Im Moment haben wir einen Markt in diesem Bereich. Das heißt, es ist eigentlich ein normaler Vorgang, dass eine amerikanische Administration versucht, sich eine Forschung zu sichern. Das haben wir tausendfach erlebt, diese Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, Herr Döbler, wie Sie eingangs der Sendung gesagt haben, dass sozusagen ein Impfstoff gesichert werden soll von Herrn Trump, der nur dazu dient, dann die Amerikaner zu versorgen. Das habe ich so nicht gelesen. Mhm. So, und ich halte den Vorgang für normal. Wir haben uns, es passiert tausendfach, dass sozusagen Forscher rübergehen nach Amerika, weil sie sagen, da haben wir die besseren Verhältnisse. Es passiert aber auch umgekehrt, dass deutsche Universitäten mittlerweile wieder Leute zurückholen aus Amerika. Danke für die Einordnung. Ich habe so viele Fragen, deshalb vielleicht können wir in einen schnelleren Rhythmus kommen. Herr Döbler, können Sie was zur Frage sagen? Ich kenne den konkreten Fall nicht mit den infizierten Asylbewerbern, aber ich lese hier, dass die Frage, soll man jetzt Flüchtlinge ins Land lassen? Ist da die Infektionsgefahr nicht höher? Eine ist, die auch häufig kommt. Ich kenne den konkreten Fall auch nicht. Im Internet sind ja viele Nachrichten unterwegs, die sich später als falsche Nachrichten entpuppen. Aber mal angenommen, es wäre so. Das Menschenrecht auf Asyl endet nicht, weil jemand krank ist. Sondern natürlich muss dann so jemand getestet werden und Quarantäne, fertig, ja, aus. Okay, Thorsten Fried in Köln. Herr Fried, guten Tag, willkommen im Presseclub. Ja, schönen guten Tag. Gruß an die Runde. Meine Frage ist, sollten wir in Deutschland so ehrlich sein, dass wir von den Medien in der Mehrheit als auch von den Politikern erstmal auf dem falschen Dampfer waren und diese Erkenntnis nutzen, um dann auf den richtigen zu kommen? Ich sage noch eine Bemerkung. Ich habe seit Februar, wo ich konnte, Leute darauf hingewiesen, auch mögliche politische Entscheidungsträger, so gut ich das konnte. Was eigentlich gut an der Idee von Herrn Kekulé ist und anderen zu sagen, wir machen jetzt einen Stopp, so früh es geht. Und dadurch können wir präventiv viel besser wirken, als wir jetzt sind. Und ich glaube, wir machen jetzt noch den Fehler, nicht ganz zu Ende zu denken und konsequent zu sein. Und das wäre meine Frage an die Runde. Ja, es ist ein Appell, den wir schon mehrfach besprochen haben. Frau Mastroboni. Ja, ich kann ein Beispiel meiner Zeitung vielleicht ein bisschen, aber das geht natürlich für Italien. Aber Repubblica hat den ersten Fall, also die ersten zwei, das waren zwei chinesische Rentner, die sind nach Rom gekommen und haben dort waren leider krank. Und unsere Zeitung hat sehr, sehr lange über diese zwei Chinesen berichtet, weil die hatten eine riesen Italien-Tour gemacht. Und dann haben wir die verfolgt und haben versucht und so weiter. Und wir sind wirklich tagelang Social Media sind wir gehetzt worden. Man hat gesagt, ihr macht viel zu viel Panik, viel zu viel Alarm. Ja, und dann kam die große Welle. Und dieser Vorwurf natürlich ist verschwunden. Wir machen inzwischen eine Republika, auch aufgrund der Tatsache, dass wir eine italienische Zeitung sind, machen wir 20, 30 Seiten jeden Tag nur über Coronavirus und vorwiegend in Italien. Ja. Und da sagt niemand mehr was. Ich hoffe, es kommt nicht so in Deutschland.
Und ich muss sagen, ich fand, als die erste Welle kam, Webasto, Bayern, Stichwort und so weiter, fand ich auch, dass die deutschen Medien vielleicht ein bisschen zu sehr ein Low Profile hatten. Ja? Okay. Aus der wissenschaftsjournalistischen Sicht, das würde ich ganz gerne sagen. Ein Satz bitte, ja. Also zum einen, okay, wenn es um einen Satz geht, dann möchte ich sagen, dass ich mich einfach gegen die Medien tatsächlich verwehre. Klar. Weil wir haben so eine diverse Medienlandschaft und das wurde wirklich sehr unterschiedlich berichtet. Und auch unterschiedlich intensiv und mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Und aus der wissenschaftsjournalistischen Perspektive kann ich nur sagen, es gab eine sehr große Aufmerksamkeit, auch schon zu Zeiten von Webasto. Und auch da ging es schon darum, was wissen wir eigentlich, was wissen wir nicht. Also die geschätzten Kolleginnen und Kollegen haben sehr nüchtern im positiven Sinne aufklären wollen, was wissen wir und was wissen wir nicht, was ist über dieses Virus bekannt. Und am Anfang war auch die Frage, berichten wir überhaupt? Weil da noch gar nicht klar war, ob sich das Virus von Mensch zu Mensch überträgt. Und als ich das rausgestellt hatte, war natürlich klar, jetzt müssen wir mehr darüber berichten. Als ich dann rausgestellt hatte, es überträgt sich, also es ist so mutiert, dass es von Rachen zu Rachen springen kann, noch mal mehr Aufmerksamkeit. Weil die Lage war dynamisch, entsprechend hat sich auch die Dynamik der Berichterstattung verändert. Und wie gesagt, die Medien, so möchte ich noch mal betonen, gibt es meiner Danke, war mehr als ein Satz, aber Verzeihung. Wichtig. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen durchkämmt, durchliest, durchzappt, durchhört, hat diese Erfahrung. Und es kann uns eben niemand die Mühe abnehmen, am Ende unser eigenes Urteil zu finden. Ja. Herr Döbler, Ursula Herrmann aus Dresden fragt, warum finden die Kommunalwahlen in Bayern heute statt? Parteitage werden abgesagt. Ist das die richtige Normalität? Gute Frage. Ich habe heute mit meinen Eltern telefoniert, 90 und 84, die in München leben und zur Kommunalwahl gehen. Und ich finde es ein Aberwitz. Also Veranstaltungen von 100 Leuten werden abgesagt, aber Millionen Menschen werden in die Wahlurnen geschickt. Ich finde es verrückt. Das gleiche in Frankreich, auch eine Kommunalwahl. In den USA sind Vorwahlen heute abgesagt worden in zwei Bundesstaaten. Aber dass wir das einfach machen. Also der Sonderparteitag der CDU mit 1001 Menschen wird abgesagt. Aber Millionen Leute sollen auf die Straße gehen und wählen. Ja, deswegen ist die Lösung eigentlich die Digitalisierung. Eine wunderbare Chance zu sagen, wird sich die Welt sehr verändern, weil wir das alles probieren. Und digitale Wahlen gehören dann zur Normalität. Bedanke mich. Interessant, Herr Söder, der sonst sehr forsch als erster viele Maßnahmen gefordert und umgesetzt hat. Bei den Kommunalwahlen ist es dann nicht gelungen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre klugen und nachdenklichen Kommentare auch in dieser Runde. Ihnen zu Hause einen guten Sonntag. Lassen Sie sich's gut gehen.